Ja, herzlich willkommen im Kreativatelier Aufblühen. Es hat mir einige von euch Interesse gezeigt, dass ich das nochmal zeige, wie man diese kleinen Blumenkränzchen macht, die ich bei meinem letzten Video Mini-Etageren selber machen gezeigt hatte. Und das möchte ich euch eben heute vorstellen. Jemand fragte auch nach der Wasserversorgung. Das ist natürlich, wenn ich Blumenkränze direkt auf Draht binde, ist das natürlich mit der Wasserversorgung so ein bisschen, was soll ich sagen, zwiespältige Geschichte. Also es ist auf jeden Fall nicht super lange haltbar. Man kann sich da so ein bisschen mithelfen, indem man, wenn man jetzt hier zum Beispiel mein Mini-Etagere habe, indem ich einfach ein bisschen Wasser darauf gieße und dann eben das Blumenkränzchen darauf lege, dann sind natürlich die Stängel so ein bisschen versorgt mit Wasser, aber sage ich mal, länger als 3-4 Tage wird das auf keinen Fall halten. Man kann natürlich Zutaten wählen, die sehr schön eintrocknen. Von daher hätte man dann auch an diesem kleinen Kränzchen mehr Freude. Es gibt auch eine Möglichkeit, das Ganze insgesamt zu verlängern. Da nimmt man dann einfach vorgefertigte Steckschaumkränze. Die zeige ich euch hier. Die haben diesen Nass-Steckschaum, der grün ist. Den gibt es in verschiedenen Größen. Ich zeige euch den mal eben so. Und da kann man natürlich das Ganze tränken in Wasser, einfach in eine Wasserschüssel legen, dann saugt sich das selber voll und dann bestückt man das von allen Seiten und hat dadurch natürlich eine längerfristige Wasserversorgung. Was ich euch aber zeigen möchte, ist diese relativ kurze Geschichte. Und bevor ich das mache, zeige ich euch noch ein paar Bilder mit dieser Methode, damit ihr eine kleine Vorstellung habt, wie das aussehen kann. Und dann geht's los mit meinen kleinen Drahtblumenkränzen. Das zeige ich euch dann ganz genau. So, was ihr braucht, das sind auf jeden Fall verschiedene Blumenarten. Wenn ihr das eintrocknen lassen wollt, dann ist es gut, Dinge zu nehmen oder Blumenmaterial zu nehmen, die eben auch länger halten oder schön eintrocknen. Hier haben wir zum Beispiel die Kornblume, dann ist hier Frauenmantel und ich habe kleine Röschen gewählt, Bodendeckerrosen, das ist jetzt die Rose The Fairy. Genau, und dann müssen wir erstmal gucken, wie groß wir den Kranz haben wollen. Und dazu nehme ich hier meinen Wickeldraht und messe das so in etwa ab. Das ist ja hier mein Mini-Etagere, da soll das drauf. Und dann gucke ich mal, wie groß ich den Kranz haben möchte. Ihr müsst natürlich auch immer so ein bisschen noch zusätzlich abschneiden, weil ihr ja den Draht miteinander verbinden müsst und da natürlich auch ein bisschen Länge verloren geht. So. Wenn ihr das, könnt ihr mit der Hand ganz bequem biegen. Es muss auch nicht eine ganz perfekte runde Form sein, so in etwa eben. Und ihr müsst natürlich bedenken, dass der auch Volumen noch annimmt, ne? Und natürlich nicht so fein bleibt, es sei denn, ihr würdet wirklich einzelne kleine Köpfchen nehmen. Dann kann der natürlich auch sehr filigran wirken. Das möchte ich mal in diesem Umfang hier machen, dass der schön drauf passt. Dann verzwirbel ich einfach die jeweiligen Stränge mit dem schon vorhandenen Ring, wickel das also einfach so rum, bieg den dann nochmal ein bisschen rum. Ja, so würde das dann von der Größe her passen. Und dann brauche ich hier noch meinen Silberdraht, mit dem wickel ich das Ganze ab. So, und dann gehe ich folgendermaßen vor. Ich nehme immer meine Röschen, die so ein bisschen hinten auch ja schon so 2 Zentimeter bestimmt noch an Stiel haben müssen, damit ich sie halt festbinden kann. Und leg immer abwechselnd an. Ich habe jetzt hier 3 Zutaten. Ich nehme die Rosen einzeln und dann die Kornblume jeweils hier mit dem Frauenmantel. Das heißt, ich fange hier mit dem Röschen an, pack das auf den Reifen, halt es fest, nehme dann meinen Silberdraht, wickel ihn herum und habe dadurch schon einen festen Anfang gemacht. So, und dann mache ich immer kleine Sträußchen und das, was zu lang ist an Stielen, das schneide ich einfach ab. Und dann lege ich immer den neuen Kopf oder das neue Bündelchen, das neue Sträußchen auf
die Stile des Vorgängers. Wer das noch nie gemacht hat, für den wird das erstmal so ein bisschen knifflig, aber mit Geduld kriegt man alles hin. Von daher, genau, braucht ihr dann vielleicht einfach nur ein bisschen Geduld. So, dann habe ich hier wieder ein neues kleines Sträußchen. Leg das wieder an, nimm dann meine Rolle, die ich von vorher ja noch da liegen habe, und wickel wieder rum. Und so gehe ich jetzt Sträußchen für Sträußchen abwechselnd einmal drumherum. So, irgendwann kommt ihr dann ans Ende und da müsst ihr einfach die Stiele ein wenig kürzen, etwas kürzer machen als vorher, damit ihr das dann noch schön elegant sozusagen reinbekommt. So, ich habe meine Sträußchen jetzt auch hier, habe ich jetzt nicht nur eine Kornblume, sondern habe jetzt doch lieber zwei, drei Kornblumen genommen mit meinem Frauenmantel. So, und jetzt kommt meine letzte kleine Rose. Da mache ich dann die Stiele ziemlich kurz, aber so, dass ich es natürlich noch festbinden kann. Leg das dann drunter und muss dann mit dem Draht schön rumgehen. So, hier seht ihr dann das fertige Kränzchen. Ich habe wieder ein Kerzenlicht in die Mitte gestellt, ein Windlicht, und das gibt dem Ganzen natürlich gleich noch einen sehr viel feierlicheren Charakter und sieht einfach ganz, ganz hübsch aus, wie ihr seht. Ich zoome noch mal ein bisschen ran. Ja, das ist wirklich eine richtig schöne Freude für wenige Tage. Als kleiner Tipp noch, wenn ihr das Ganze noch möglichst lange aufbewahren möchtet, dann ist das ratsam, den kleinen Blumenkranz über Nacht in einen Gefrierbeutel zu legen und dann aber im Kühlschrank im Salatfach aufzubewahren über Nacht, und am nächsten Morgen ist er dann richtig noch frisch und kann noch sozusagen lange für Freude sorgen. Ja, ich wünsche euch ganz viel Freude bei dem Selbermachen von diesen hübschen kleinen Blumenkränzen, und wenn ihr meinen Deko-Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das doch einfach, um keine Idee mehr zu verpassen. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ganz liebe Grüße.